Wir begrüßen Sie herzlich im Pfalzkeller. Zu diesem möchte ich schon sagen, sehr speziellen Anlass. Wir dürfen als Johann Sebastian Bach Stiftung, protestantisch-lutherisch ausgerichtet, in der katholischen Kathedrale eine Bachmesse zur Aufführung bringen. Es ist für uns Zeichen gelebter Ökumene. Und dass wir heute Abend dann Dompfarrer Beat Grögli hören dürfen als Reflexionist, freut uns ganz besonders. Kyrie eleison, Christe eleison. Ich improvisiere für Sie einmal ein Kyrie. Kyrie. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Was bedeutet eigentlich dieser Ruf? Kyrie eleison ist griechisch. Kyrie eleison heißt Herr, erbarme dich. Es ist ein Ausruf eines Menschen, der von jemandem Hilfe erwartet, deshalb sehr oft gegenüber Königen oder Kaisern oder Machthabern ausgerufen, aber nicht nur. Wenn Sie die Bibel genau lesen, werden Sie spüren, es ist auch gegenüber Jesus Christus, dem Friedensprediger, dem so wunderbar mitmenschlichen Menschen, war es eine Weise, wie beispielsweise der eine der Blinden, das ist Matthäus 9, sagt, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Also Erbarmen steckt in diesem Wort drin. Kyrie eleison heißt, hilf mir in meiner schwierigen Situation. Und deshalb so schön, dass dieses Messordinarium, dass das beginnt mit diesem erwartungsvollen, liebevollen Ausruf eines Menschen, der weiß, dass er vielleicht Hilfe braucht. Die Bachschen Klänge mit zwei Oboen. Rim, tadadadaram, pam, pim, pam, tim, pam, pim, pim, ti, da, da, ti, ti, di, 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 verminderter Septakkord. Nun, man hat den Eindruck, das sei genau komponiert worden für dieses Kyrie. Es ist aber nicht der Fall. Bach hat eine andere Komposition von sich gewählt und dann die sogenannt parodiert. Komisches Wort, findest du nicht auch, Niklaus? Doch, es ist ein Wort, an dem wir anstoßen, weil Parodien sind literarisch gesehen sozusagen mit verstellter Stimme jemanden nachmachen und ihn damit ironisieren, ihn ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Hier ist genau das nicht gemeint. Musikalische Parodien sind, Gardiner hat das sehr elegant Englisch gesagt, Recycling. Und Recycling meint, eine Melodie, die wertvoll ist, wird wiederverwendet, wird aber angepasst. Ist das ein gutes Wort oder ist das kein gutes Wort? Recycling. Ich bin am Studieren. Es ist eine sehr interessante Frage, weil Recycling braucht ja viel Energie, damit man aus etwas anderes wieder macht. Und das ist bei Bach jedenfalls der Fall. Und ich meine, im Grunde genommen kann man vielleicht das Wort etwas komisch finden, weil so technisch, aber im Grunde genommen ist es schon das. Und wenn wir jetzt die Parodie hören, die Sie vielleicht vor einigen Jahren in der Bach-Stiftungsreihe in Trogen oder Teufen, ich weiß es nicht mehr genau, wo es war, hat das dann so geklungen. Unser DJ Jonathan, please, number one. Thank you.
Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Wenn Sie ein Luzogramm zur Hand nehmen, können Sie das bei Bertha nachvollziehen. Bei Alfons haben Sie das Hauptthema gehört und bei Bertha, das ist dann Kyrie eleison, eleison. Und die Altistinnen heute Abend singen, haben dazumals gesungen, Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Und heute Abend hören sie es dann so. Viel langsamer hat sich der Lutz jetzt endlich mal beruhigt. Der ewige Sturm ist ihr. Nein, überhaupt nicht. Sie werden es beim Gloria merken, dann dampft es ab wie wild. Aber das war für mich spannend. Ich habe dieses Stück ja gut gekannt von unserer Aufführung, das haben wir studiert. Und dann sagte ich, irgendwie dieses Tempo passt nicht mehr zum flehenden Bittruf. Als passiert eine Transformation. Und für mich ist es vielleicht das Wort, es wird transformiert in eine andere Energie. Darum ist mir das Wort Recycling eigentlich doch ein bisschen unsympathisch. Machen Sie sich Ihre eigenen Meinungen, diskutieren Sie es nachher im Pfalzkeller bei herrlichem Wein und Moschbröckli etc. Und sehen Sie, was hier jetzt passiert ist. Der Text geht ja dann noch weiter, wenn Sie zum Beispiel bei Cäsar schauen. In der Messe hören Sie heute Abend Christe eleison, eleison. Ein sehr hübsches, zartes, wie du vorhin gesagt hast, die an Jesus Betenden passt schön. Aber schauen Sie, was unten steht, der Text von BWV 102. Du schlägest sie und sie fühlen es nicht. Es ist ein wütender Text. Gott wird deinen Glauben sehen und er wird dich strafen und er wird dich plagen und du wirst es nicht spüren. Es handelt sich dort um die Stellen, die die Zerstörung des Tempels Jerusalem anbelangen. Darum habe ich das natürlich dazumals. Du schlägest sie. Und das zweite Thema ist noch verrückter. Schauen Sie mal bei Dora. Sie haben ein härtes Angesicht, denn ein Fels, und wollen sich nicht weggehen. Wenn ich es anschaue, sie haben ein Herd, Tritonus, härtes Angesicht, denn ein Fels, also zwei Tritonus in einem Thema, das ist ganz scharf. Jetzt, wie könnte man diese Transformation zum zweiten Kyrie verstehen, diese Schärfe in der Musik? Ich glaube, es ist in dem Vorlagetext, also BWV 102, ist es ja ein Jeremia-Text und eigentlich ist dieser Prophet verzweifelt. Er sagt, Gott pocht sozusagen, er rüttelt und niemand lässt sich erweichen. Und jetzt die Transformation, ich finde übrigens sehr schön, wenn du sagst Transformation, weil das Grundthema der Messe ist. Deshalb passt Musik und Text jetzt sehr gut zusammen. Ich würde es so sehen, dass hier eine Transformation stattfindet, insofern, als aus diesem Rütteln etwas wird, was der Einzelne oder wir zusammen beim Eingangstor der Messe tun, nämlich wir versuchen, die Realitäten zu sehen. Herr, erbarme dich, ist nicht kriecherisch, sondern ich glaube, es ist eine Grundbewegung des Gebets. Wenn Sie an das berühmteste Kyrie denken, das Sie alle auswendig singen könnten, Kyrie eleison. Hier
Lauter Halbtonschritte, die sich Verzweiflung darstellen. Auch das zweite Kyrie ist so. Dann das Christe, das Liebliche in der Mitte. Und wenn Sie an die verschiedenen Heidenbearbeitungen denken, vielleicht haben Sie unsere Messe nochmals gehört, wenn Sie vielleicht die anderen Tausenden von grandiosen und weniger grandiosen Übersetzungen der Messe hören, dieses Kyrie lesen, das kann man auf ganz verschiedenste Art und Weise machen. Und ich sehe es auch so, der harte Fels, der sagt, ich sehe es wie ich, die Botschaft wird zwar gehört, aber sie wird nicht verstanden. Das hat mich wirklich fasziniert an dieser Arbeit und ich kann Ihnen sagen, das war ein ganz harter Weg für mich. Und so ahne ich, dass es bei Bach auch nicht ganz so einfach war. Jedenfalls sicherlich nicht Zeitgewinn, sondern wie du gesagt hattest, ich habe eine wichtige, schöne Idee, die möchte ich nicht einfach für einen Geburtstag einer Königin haben und dann verschwindet das in der Schublade, sondern ich möchte diese Idee weiterverwenden. Oder hier jetzt vielleicht eine kantatische Idee in eine Messe-Idee hineinbringen. Sonst sind es ja meistens weltliche Kantaten, die dann zu geistlichen Werken werden, aber hier haben wir von einem geistlichen Werk in diesen Rhythmus, der ja, übrigens, vielleicht müsstest du uns schon auch erklären, warum Bach überhaupt lateinische Messen singen ließ im Gottesdienst. Ja, das ist sehr eindrücklich, dass Bach im Gegensatz zu Zwingli, muss man sagen, Bach geht auf Luther zurück und Luther war an diesem Punkt vorsichtiger. Oder man könnte sagen, er war ökumenischer. Das heißt, Luther hat sehr klar die Messopfertheologie kritisiert, hat aber den Schritt gemacht zu sagen, was hier ausgedrückt wird, ist mehr als diese Engführung der Theologie. Hat sogar gesagt, wir müssen das Latein, dürfen wir nicht verlieren. Er hat in der deutschen Messe die Verbindung gemacht zwischen den Texten, die übersetzt sind, ins Deutsche, deutsche Lieder dazu, weil die Gemeinde muss einbezogen werden. Und das nimmt Bach nun auf. Und ich finde, wenn ich doch noch sagen darf, Recycling ist nicht so schlecht. Und zwar aus dem Grund, weil es kommt in den Zyklus wieder hinein, in den Kreis wieder hinein. Und wenn es einen Text gibt, der immer und immer wieder gesungen, musiziert wurde, ein großer Kreis, dann ist es die Messe. Die Messe ist sozusagen der Kernpunkt abendländischer Musik. Ein großes Kreisen, ein Wiederholen, eine Vertiefung. Von daher, ich wollte nicht sagen Verwertung, das wäre nicht schön, aber vielleicht Wiederverwendung, eine tiefere Form. Wenn man es so sehen kann, dürfte man mit Gardiner sagen, why not recycling? Und das Schöne daran ist, glaube ich, dass man es auch so interpretieren könnte und einige haben das gemacht. Die einen haben gesagt, er macht Parodien, der Bach, weil ihm die Fantasie ausgegangen ist. Er ist ein bisschen lahm geworden. Andere haben gesagt, nein, nicht. Sondern es ist so, dass Bach die kostbaren Stücke in die große Form der Messe einfügt, indem sie nicht nur an einem Sonntag gesungen werden können. Und das wäre wieder ein schöner Gedanke, nämlich jetzt ein Archiv aufbauen, der wirklich ganz großen Melodien, die zu diesen Stücken passen. So würde es mir gefallen. Ich würde sagen, Niklaus hat mich überzeugt. Wir kommen nun zum zweiten Teil, zum Gloria. Das ist ja eingeteilt in ganz verschiedene Teile und wir werden jetzt durch dieses Gloria hindurchgehen. Die Leute von Ihnen, die Messen gesungen haben in den Gottesdiensten, die kennen den Text wahrscheinlich. Und auch die Chorleiter und Chorleiterinnen, die Oratorienchöre haben, führen immer wieder mal eine Messe auf und beschäftigen sich mit diesem wunderbaren Text. Ich würde jetzt auch gerne wieder meine jetzt im Moment erfundene Gloria-Fassung des ersten Teiles anschauen. Das ist der zweite Satz in Bach, aber jetzt in der Lutzschen Weise. Gloria
in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Wenn du das übersetzen würdest. Gloria, zuerst einmal ein wunderbares Wort mit einer Fülle von Bedeutungen. Gloria geht zurück hebräisch auf Kabot. Kabot ist die Herrlichkeit Gottes, aber Herrlichkeit hat nicht mit Herrn zu tun, sondern der Glanz, die Kraft, die große Kraft Gottes. Und wenn wir das übersetzen, was das heißt, ist es klar, es ist das eine Weihnachtsgeschichte und ein sehr schönes Signal. Es sind die Engel, die das singen. Und bei der Messe ist es gleichsam, wir singen mit den Engeln zusammen. Also unten und oben wird gesungen. Jetzt erklingt dieses, die Herrlichkeit Gottes. In der Höhe, aber dann eben auch unten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir wissen, das ist das, wie die Weihnachtsgeschichte anhebt. Dort die Hirten hören, dass es öffnet sich der Himmel und unten, die Hirten sind dabei und sind die Hirten. Es sind also nicht irgendwelche Supermänner, Superfrauen, sondern es sind diejenigen, die sensibel sind, eigentlich die Außenseiter. Deshalb gefällt mir das sehr gut, dass jetzt nach diesem Kyrie, nach diesem Gebetsruf kommt, Gloria, das heißt die Anbetung Gottes und eben eigentlich die Verbindung des Himmels, der Engel und des Gesangs der Menschen. Und dann kommen diese vier Worte, Laudamus te, die sind jetzt im Bachschen Satz kein einzelner Satz, sondern die gehören sozusagen in den zweiten Chor. Wie würdest du das unterscheiden? Laudamus te, adoramus te, benedicimus te, glorificamus te. In der Wiederholung liegt eine Verstärkung drin. Das eine, wir loben dich und dann wir beten dich an. Benedicimus te, wir segnen dich. Es ist interessant, dass diese Vorstellung im Psalm 134 vorkommt. Und das heißt, der Mensch segnet Gott. Kann er das? In gewissem Sinne ja, in der Anbetung, weil Segen heißt, das gute Wort, das du bekommst, gibst du zurück und dann eben glorificamus te. Da kommt nochmal die Gloria. Sehr schön, als eine Verstärkung, glaube ich. Jetzt Bach hat einen Satz gewählt, und zwar aus BWV 72. Alles nur nach Gottes Willen, so bei Lust als Traurigkeit, so bei gut und böser Zeit. Gottes Wille soll mich stillen bei Gewölk und Sonnenschein. Ist das nicht interessant, dass ein solcher Text Bachsche Musik initiiert? Er erfindet ja aufgrund von Texten und dass er dann das als Idee für das Gloria mitsamt diesen vier Anrufen nimmt. Hören Sie doch die Version aus unserer Küche. Alles,
jetzt. Was passiert aus dem Alles? Darf ich Sie mal bitten, laut zu rufen. Alles. Alles. Und diese Seite sagt Gloria und Sie sagen alles. Gloria. 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 Das macht er. Er hat dann 3 Silben, kein Problem. Dann fügt er noch eine Note dazu. Und jetzt dieses verrückte Stück, alles geht nach Gottes Willen. Sowohl Lust als Traurigkeit, das hört man wunderbar in der Vorlage, die Harmonien passen ganz genau. Sowohl gut und böser Zeit. Und dann bei der leisen Stelle Gottes soll, Wille soll mich stillen. Das haben Sie bemerkt, da habe ich die Hand aufgehalten. Was wurde daraus? Das Et in terra pax. Et in terra pax, pax. Wenn es nicht aufgeht, dann wiederholt man ein Wort oder macht Et in terra pax und so weiter. Man passt das einfach an. Das Faszinierende ist dann, wenn dann Gottes Wille soll mich stillen bei Gewölk, da geht es wieder los wie wild. Und da heißt es dann bei der Messe, Laudamus te, Laudamus te. Aber ein Gloria in Moll, ist das nicht außerordentlich? Ich sehe die Bilder von Grünewald, von dem Altar. Haben Sie es im Kopf, den Chor, der singt, der im Himmel oben singt, die Engel. Da hat es auch ganz verrückte, gambenspielende Wildengel. Und ich stelle mir hier vor, so Wildengel mit wahnsinnig buschigen Augenbrauen, wie Sie wissen, gewisse Tenöre haben das und die bewegen sich dann so. Faszinierend, ja. Und ich bin also schon sehr begeistert von der Idee, dass Bach jetzt sagt, für die G-Moll-Messe brauche ich ein Stück. Ich nehme ein Stück in A-Moll, transponiere es nach G-Moll. Das ist furchtbar für unsere Sopranstimmen und für unsere Bassstimmen. Die müssen in eine unendliche Tiefe runter. Die tolle Lage, sagt Bach, mir ist egal, denn strenge der ja. Ich brauche das Stück in G-Moll, oder? Fertig. Also ich benütze es. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich jetzt das gehört habe und unsere Aufführung für heute Abend ist, es verrupft mich fast, weil ich sehe einem Genie zu, das in der Lage ist, sowas zuzutun, wie irgendein großer Regisseur, der sagt, okay, wo bin ich, in welcher Bühne, das mache ich halt so. Und es bleibt dann warten auf Godot. Also das sind die Sachen, die dann mich sehr faszinieren. Wie hast du das erlebt? Es kommt vielleicht noch etwas hinzu, nämlich Gardiner staunt auch darüber, dass Bach so ein Gedächtnis hat, zwar ja eine unglaubliche Produktion an Kantaten, dass er sich jetzt daran erinnert, dort in dieser Kantate 187 oder dort in jener ist ein Stück, was genau dazu passt. Ich muss zwar daran arbeiten, und deshalb hat auch der Wolf gesagt, es ist ein kreativer Akt, also nicht nur eine Art, im schlechten Sinne Recycling, sondern wirklich ein kreativer Akt. Er erinnert sich, er nimmt es aus dem Archiv und jetzt beginnt er mit dem Feinschliff, mit der Transformation, wie du sagst. So ist es. Und wenn Sie mein Blatt nochmals nehmen, sehen Sie das Gloria mit dieser verrückten Linie. Die Sopranstimme steigt ein. Die Tenöre. Die Bässe. Es ist wie ein wunderbarer Weihrauch, der entzündet wird. Ein ganz speziell schöner, ein ganz dunkler. Und er steigt dann gegen Himmel und wird wie Abels Opfer in Empfang genommen.
Und das et in terra bei F, et in terra pax pax, nicht et in terra pax pax, sondern in dieser ganz sanften Kurve, et in terra. Et in terra pax pax, et in terra pax pax, et in terra pax pax. Sehr süß, finde ich. Wunderbar. Passt wunderbar für den einen Text. Er wird meinen armen, elenden, geplagten, 4 Uhr morgen grauen wird er stillen. Und hier et in terra pax, unser inniger Wunsch. Und dann kommt der nächste Satz. Gratias agimus tibi propter gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens. Eine Übersetzung tut auch hier Not. Das stimmt, und es ist schön, dass jetzt etwas entfaltet wird. Zuerst das Gloria, ist klar. Dann wir loben dich, wir segnen dich, wir beten dich an, wir glorifizieren dich. Und jetzt weshalb? Jetzt kommt der Dank. Wir danken dir auf deiner großen Herrlichkeit, Gloria kommt wieder, Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Vater. Jetzt ist also, wird deutlich, der erste Teil der Trinität wird angerufen, benannt, und nachher im nächsten Teil kommt dann die Begründung, weshalb dieser Vater mit dem Sohn zusammen. Aber hier wird zuerst einmal entfaltet der erste Artikel des Glaubensbekenntnisses, nur in Nuze, weil in dem großen Messordinarium kommt ja dann das Credo. Aber es wird angestoßen gleichsam. Es wird wie deutlich gemacht, weshalb dieses Gloria. Wenn ich Ihnen dieses Bass-Solo mit Violin, Obbligato und einem Basso Continuo, auch sehr wichtig, also eine Art, eine Triosonate. Hören Sie Folgendes. D-Moll, also er wechselt die Tonart, um das G-Moll zu entlasten. Sie hören La Ram Tiridim Tarari da da. Singen Sie es doch mal. La Ram Tararam Tararam Tarada. Das ist nicht vielversprechend, aber Sie können es besser. Na Ram Na Na Ram Na Na Ram Na Na Na. Der alte Pädagoge bricht durch und sagt: Es war schön, aber Sie könnten es noch schöner. Na Ram Na Na Ram Na Na Ram Na Na Na. Warum lasse ich singen? Weil was Sie gesungen haben, geht ins Herz. Wenn Sie schreiben, geht das direkt ins Hirn. Das sind diese wichtigen Sachen und auch ins Herz. Jetzt kommt die Bassstimme. Eine Art Imitatio. Und dann singt unser Bass heute. Gratias agimus tibi. Und wenn wir schauen, was eigentlich die Vorlage war, sehen Sie es bei Gustav auf der Rückseite meines Luzogrammes. Das ist das Grazio. Und wenn Sie unten schauen, immer noch ein Bass. Darum sollt ihr nicht sorgen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Ein Jesuswort. Wie würdest du das miteinander verbinden aus theologischer Sicht? Ich finde, es eine schöne Brücke ist wirklich, wenn man sich vergegenwärtigt, was heißt Dank zu sagen, was heißt Dankbarkeit. Und Dankbarkeit heißt, wir müssen nicht alles erkämpfen. Und deshalb ist dieses Jesuswort eigentlich sehr schön. Sorget euch nicht. Das heißt, gewinnt ein Stück Gelassenheit. Und ich glaube, deshalb ist die Brücke eigentlich ganz plausibel. Hören wir jetzt doch die Vorlage in einer anderen Tonart. Und das ist das Verrückte. Hier hat er jetzt umgearbeitet. Es war in G-Moll, also hätte er es gerade verwenden können. Aus ta da da di da di da di da di da di da di ist
vorher gewesen. Da kehrt die Violinen um, die Bassstimme schreibt rum. Gut, das ist nun ein kleines Stück für ihn. Das wäre auch für einen zeitgenössischen Komponisten im Barockstil gar kein Problem. Aber wie macht man das mit dem Bass? Der ist hoch, nicht zu hoch oder zu tief. Einfach eine Quarte runter geht nicht. Stellen Sie sich das vor. Wenn es einfach transponiert würde, dann wären die tiefen Töne noch tiefer und die hohen Töne würden ihre Wirkung verlieren. Nein, er schreibt einfach um. Das ist die Vorlage. Heute Abend hören Sie dann das, was passiert ist in diesem umfunktionierenden, fast metaphysischen Recycling. Herr Lutz, was haben Sie sich eigentlich gedacht, als Sie dieses ernsthafte Jesuswort so schnell genommen haben? Ja, ich müsste Ihnen sagen, Herr Interviewer, eigentlich haben Sie recht. Es ist wirklich wahnsinnig schnell. Ja, aber wie geht das Ihnen, wenn Sie dann so ein Stück nach 5 Jahren wieder hören? Ja, wissen Sie, man wird älter und weiser, vielleicht auch nicht, und denkt, warum nicht, warum doch? Und wenn Sie Diskothek im 2 genießen, dort ist es immer wieder, warum passiert was, in welchem Moment? Und so ist es. Heute Abend hören Sie eine etwas ruhigere Version, obwohl Grates et Gratias eigentlich vielleicht schneller gewesen wäre. Who knows? Sie sehen, man lernt nie aus. Und 20 Jahre Bach, oder vielleicht werden es dann 22, verändert natürlich das Erleben. Aber es kommt jedes Mal etwas Neues heraus. Wenn es schneller ist, kommt eine Kraft raus, die vielleicht über den Schwung geht. Wenn es langsamer ist, kommt die Kraft aus der Bewegung. Grundsätzlich wurde viel verändert, aber doch ungefähr die gleiche Taktzahl. Beim Domine Fili ist es nun anders. Diesen Text allerdings sollten wir uns auch anhören. Ich werde gerne das Lateinische vorlesen und könntest du das Deutsche dann vorlesen, was es bedeutet, also die Übersetzung. Domine Fili Unigenite Jesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Wir haben jetzt nach dem ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses hier den zweiten Artikel. Christus, die dramatische Geschichte Christi und die Deutung, dass er sozusagen bereit war, ein Opfer zu geben. Und das ist ein schwieriger Begriff, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, aber hier ist das angesprochen ganz knapp im Kontext dieser Dankbarkeit. Ganz knapp Hoheitstitel für Christus. Die Vorlage ist erstaunlich. Herr, du krönest allein das Jahr mit deinem Gut. Es ist ein Speisepsalm sozusagen. Man bekommt die Speise zur rechten Zeit, wie beim aller Augen warten auf dich, Herr. Und dann kommen wir zu dieser frühlingshaften Melodie. Lam, tam, ti, ram, tam, ta, ra. Hören wir doch einige Takte aus der Vorlage. Oh, hey.
Und aus dem Jampamti dann bei Irene, schauen Sie doch nach. Aus dieser Bewegung, da, da, da. Faszinierend, das sind drei Dreiertakte. Lam, dam, da, dam, dam, da, da. Lam, dam, di, dam, dam, da, da. Entweder einer zu viel oder einer zu wenig, wenn wir es mit appenzellischer Musik vergleichen würden. Ah, das ist auch hurenschön. Aber jetzt hier, dieses Spezielle empfinden wir auch. Und hier heißt es dann, du Herr, du krönst allein das Jahr. Und Bach verändert die Melodie. Domine Filii. Das empfinde ich wie den Jazzmusiker, der Summertime. Ba, 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 da, da, summertime. Einfach solche kleine Sachen dazu gibt. Also eine Lust an der Variation. Aber das Verrückte passiert dann im zweiten Teil. Es kommt ja dann das Miserere hinein. Sie werden erstaunt sein. Plötzlich geht er nach Moll. Plötzlich heißt es Ram-Tam-Ti-ra-la-la-da. Und zwar nicht in der Parallel-Moll-Tonart, sondern in der gleichen Tonart. Das ist ein Schubertsches, Mozartsches Phänomen. Vergessen Sie nicht, das hat er etwa 1738 hat er das komponiert. Das heißt, die galante Schule Dresden, die Beziehung zum schönen katholischen Dresden, hat ja für einen katholischen König die Hamelmesse, den ersten Teil, geschrieben. Das beginnt zu wirken. Das war auch sehr spannend zu sehen, die stilistische Umwandlung, die Bach vornahm, ohne sich zu verleugnen, haben wir hier drin. Wir haben jetzt keine Zeit, leider, aber Sie haben fantastische Ohren und werden heute Abend merken, dass aus dieser Arie, die ungemein verlängert wird, Bach sehr viel Mühe und sehr viel Freude eingesetzt hat, um dem lateinischen Text gerecht zu werden. Uns verbleiben noch zwei Teile des Glorias, wenn Sie bei Jaguar schauen. Also das ist, glaube ich, nach Morgenstern der erste Monat, oder? Des Jahres. Jaguar, stimmt das nicht, oder? Ich meinte, ich bin nicht ganz sicher. Es könnte auch Emil sein. Im Jaguar, etc. Ja. Entschuldigung. Wenn Sie rüberschauen bei Nummer 5, Qui tollis peccata mundi, das wird wiederholt, anrufensmäßig, suscipe oder suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram patris. Miserere nobis. Nachher kommt im gleichen Satz Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe. Und alle Bach-Fans denken an den armen Hornisten, der einige lachen, weil sie wissen, dieser Oktavsprung ist mörderisch zu singen, zu spielen nach 40 Minuten Wartezeit. Aber die Grandezza, hier sitzen zur Rechten, du bist der Größte, du bist der Heilige, du bist Gott, Jesus Christus. Wie geht das zusammen mit dem Text? Gott versorget alles Leben, was hienidem Odem trägt. Soll er mir allein nicht geben, was er allein zugesagt? Weichet ihr Sorgen, seine Treu ist auch meiner eingedenk und wird ob mir täglich neue durch manch Vaterliebs Geschenk. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber ich glaube, so wie ich dich kenne, wirst du hier eine schöne Brücke schlagen. Ja, also meine Brücke wäre, wenn wir lesen, die Wiederholung, qui tollis peccata mundi. Und das heißt, dass Sünde, dass Zerstörung, Destruktivität nicht etwas ist, was bei uns bleibt. Dann ist das eine schöne Brücke genau zu diesem Text, zu dieser Art von Heiterkeit und Dankbarkeit. Beim Hören jetzt von dieser Oboen-Arie vielleicht einige Beispiele, Jonathan. Thank you.
Ich höre hier das Quisede. Hiararam, pabararalala. Eine königliche Musik mit den punktierten Noten. S-Dur, denken Sie ans Ri, badabada, radaram, dadal, rim, dadam, dadi, antida. Rim, dadim, dadi, dadal, dadim, dadadam, dadi. S-Dur, auch bei Mozart eine ganz besondere Tonart. Wohl bei Brahms auch. Das wäre ein anderes Kapitel. Fantastisch, wie er das dann verbindet und wie er hier jetzt eigentlich eine ganz neue Stimmung schafft und das einbaut. Hier, glaube ich, ist das, was du, Niklaus, gesagt hast, wirklich zutreffend. Gardiner hat völlig die gleiche Beobachtung gemacht wie du, nämlich, der muss ein Gedächtnis gehabt haben. Das habe ich komponiert. Ja, das wäre vielleicht passend für das. Und er hatte ja nicht irgendwie eine Suchmaschine. Triumphal. Traurig. Brim, brim, brim. Dann kommen die Stücke, die er geschrieben hat. Er hatte sie auch nicht auf YouTube zur Verfügung. Nach dieser bedeutsamen, liturgischen, zutiefst ans Herz gehende Miserere Nobis, der du sitzest zur Rechten Gottes. Also für mich geht die ganze Geschichte jetzt weiter. Jetzt ist er nämlich gen Himmel gefahren und sitzen zur Rechten Gottes. Also wie du gesagt hast, in der Nussschale ist das alles enthalten. Der Heilige Geist weht, wo er will und wie er will. Die Vorlage hören wir jetzt. Sie verstehen den Text. Es wartet alles auf dich. Das ist auch ein Psalm, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Vorhin hatten wir von der Speise gesprochen. Das ist aus der gleichen Kantate übrigens, 187, 1. Und dann kommt die Fuge. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Güte gesättigt. Das ist auf dem Luzogramm, finden Sie bei K wie Knopfloch. L wie Lutz, das kennen Sie sicher alle noch. Bei Takt 46 heißt es Dam ti pam ri da da la la da di 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 da 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 di 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 da da di 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 ram da da da. Das war dann das, wenn du ihnen gibst, so wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Sie hören das Sammeln natürlich eben auf einem schönen Vokal für die Koloraturen. Aber wenn es umfunktioniert, umrecycelt, dann heißt es Cum Sancto Spiritu in Gloria. Fantastisch, als ob er es so komponiert hätte. Aber ganz klar ist, die Kantate ist Feuer. Wiederum ein geniales Moment. Wie würdest du diesen Schlusssatz empfinden? Und wie würdest du auch vielleicht den Messeschlusssatz des Glorias interpretieren? Ich würde so sehen, dass hier, wie ja überhaupt der Messtext, ein unglaublich verdichteter Text ist, langsam gewachsen ist, hymnische Sprache. Und jetzt, nachdem
Gott Vater, Gott Sohn genannt ist, kommt der Geist. Und damit ist auch wieder die Trinität ist hier formuliert, cum sancto spiritu, mit dem Heiligen Geist. Und derjenige, der das singt, weiß, dass der Geist diejenige Form Gottes ist, nach unserem Glauben, in der er uns beteiligt, durch unser Denken, durch unser Fühlen, in der er uns verbindet. Und deshalb sehr schön jetzt, das Gloria hört mit dem Geist auf und es wird gleichsam zusammengebunden. Und für mich ist der Geist das inspirierende Moment überhaupt. Und er hat alle Facetten, alle. Wenn Sie Carandache, vielleicht haben Sie die Erinnerung, ich bekam mal eine 30er Schachtel Carandache. Ich war 12 und das war fantastisch. Und es gab nicht nur ein Rosa, es gab ein Rosenrosa. Und bei den Blaus gab es viele verschiedene, diese verschiedenen Farben. Und ab und zu braust er wie wild, wenn man an die Bachschen Dinge denkt. Und hier ist er sogar in Moll. Und drum habe ich diesen Satz bedeutend schneller genommen. Mit Hilfe von Lady Yamaha hören Sie, wie ich es ungefähr mir vorstelle und wie meine fantastische Truppe diese sehr, sehr schweren Chöre und Arien zur Aufführung bringt. Cum sancto cum gloria in gro, cum sancto, singen wir das zum Schluss unserer Einführung. Cum sancto, lassen Sie den Pfalzkeller erschallen, wie Sie nachher anstoßen werden. Cum sancto. Genau, dann könnte man cum sancto in allen Lagen und in allen Lebenslagen. Ich danke Ihnen, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen jetzt eine verlängerte Pause, denn die Messe geht erst um 19:30 los, das ist aus Rücksicht auf verschiedene liturgische Gegebenheiten. Vielen Dank.